Herzlich willkommen zu Ihren SRK TV Nachrichten. Heute haben wir diese Themen für Sie. Obermeistertagung in Kieming, neues Grundforstprojekt, Heizungssteuerung mit Wetterprognose und Gebäudearmaturenhersteller 2018 leicht über Null. Bei der Obermeistertagung 2019 hat Landesinnungsmeister Michael Hilpert gleich zu Beginn einen vollen Erfolg vermeldet. Alle Obermeister waren dem Ruf nach Kieming gefolgt. Auf dem Programm stand eine Podiumsdiskussion zu einem aktuellen Thema, das Eindringen von Marktpartnern in das Heizungshandwerk. Die Industrievertreter sprachen sich für eine gelebte und klare Marktpartnerschaft zum Handwerk aus. Diese bisher erfolgreiche Marktpartnerschaft mahnten Michael Hilpert und auch viele Obermeister in der Diskussion immer wieder an. Hier müsse man genau hinsehen, um eventuell auch Maßnahmen zu ergreifen. Wir arbeiten seit Jahrzehnten eng als Partnerschaft zusammen und werden das auch in den nächsten Jahrzehnten so tun. Was wir tun müssen ist, wir müssen die Stärken von beiden gemeinsam optimaler nutzen. Dass wir also nicht sagen, wir grenzen uns ganz scharf ab, sondern abhängig auch von der Betriebsgröße der Handwerker, von den Kompetenzen der Handwerker, müssen wir sehen, dass wir gezielt da, wo Schwächen in der Kompetenzen sind, uns gegenseitig unterstützen und gemeinsam dann ein optimiertes Geschäft betreiben. Die Industrie ist natürlich bereit, da den SRK-Betrieb zu unterstützen und stellt entsprechende Dienstleistungen zur Verfügung. Ja, wir sehen das heute schon, zum Beispiel bei komplexen Geräten fragen uns viele kleine Handwerker, bitte macht mit uns die Inbetriebnahme. Macht die für uns, damit wir die nicht selbst machen müssen, weil ihr seid deutlich schneller und effizienter, weil ihr einfach viel mehr geschulte, kompetente Mitarbeiter haben. Für große Betriebe ist das nicht erforderlich, die haben die ausreichende Kompetenz, die haben auch teilweise Elektriker schon an Bord, sodass das da nicht erforderlich ist. Und so können wir gemeinsam effizienter miteinander zusammenarbeiten, eng zusammenarbeiten, um insgesamt beide Unternehmen, Handwerk und die Hersteller, mehr Geld und mehr Umsatz realisieren. Erfolgreich war auch der Sachstandsbericht zum Projekt Zeit zu starten. Gerade das Auftreten von Innungsvertretern in den Schulen zeige immer wieder Erfolge. Daher müsse diese Aktion weitergeführt werden. Zeit zu starten sieht auch der Obermeister der Innung Berchtesgadener Land, Peter Schubeck. Das Erste ist natürlich, dass wir versuchen, mit den Schulen direkt Kontakt aufzunehmen. Das hat sich sehr positiv gemacht, weil man einfach sagen muss, wenn du nicht direkt aktiv an die Schulen rangehst, dann haben die Schulen ein bisschen träge und es kommt nicht so rüber, wie wir das wollen. Also ich nehme persönlich bzw. meine Stellvertreter von der Forstlandschaft oder interessierte Mitgliedsfirmen nehmen persönlich Kontakt auf und sagen einfach, sie hätten Interesse in die Schule über das Programm Zeit zu starten, den Handwerksberuf des Anlagenmechanikers vorzustellen. Also die Resonanz, muss ich sagen, ist sehr gut, weil die Anlagenmechaniker eine von den ersten Firmen haben, die das aktiv betreiben an Schulen, für ihren Beruf Werbung zu betreiben. Also ich kann das nur empfehlen, es trägt Früchte. Jeder Handwerksbetrieb, der wo mitgemacht hat, sagt, er hat positive Erfahrungen und die Bewerbungen werden wesentlich mehr. Der Hauptgeschäftsführer des Fachverbandes Sanitär, Heizung und Klimatechnik Bayern, Dr. Wolfgang Schwarz, stellte das Projekt Mitgliederwerbung vor. Zuspruch gab es von allen Obermeistern, jetzt werde das Projekt umgesetzt. Die Heizung, die den Wetterbericht liest. In Zeiten von Digitalisierung und Big Data klingt das gar nicht mehr so abwegig, sagt jedenfalls Grundfos. Um eine Heizungsanlage mit dem optimalen Betriebspunkt und vorausschauend zu betreiben, genügt die Wettervorhersage alleine natürlich nicht. Für optimale Effizienz braucht die Regelung auch Daten und diese am besten mitten aus dem Herz der Anlage. Und hier setzt eine aktuelle Idee von Grundfos an. Der Ansatz von Grundfos ist hier, wir sitzen mit der Pumpe im System drin. Wir sitzen also genau mitten im Geschehen und können mit unseren intelligenten Pumpen über die ganze Sensorik schon alle Systemwerte mit erfassen. Und hier ist der Sinn dahinter, diese Werte zu nutzen und dann mit anderen Steuerungen, mit anderen Modems, mit anderen Regelungen effizient zu verwenden, um halt in Kombination mit Wetterprognosen dann die ganze Heizungstechnik hier zu steuern, anzupassen natürlich auf Wärmeverluste durch die Gebäudehülle und dies dann eben individuell pro Gebäude effizient zu gestalten. Gemeinsam mit Kooperationspartnern arbeitet Grundfos an dieser Idee. Im Fokus steht dabei nicht mehr nur die Pumpe selbst, sondern das ganze System. Ich sag mal so, das ist eine greifbare Vision. Wir haben die ersten Tests damit erfolgreich gemacht. Unsere Pumpen sind ja schon kommunikativ, sprechen verschiedene Sprachen, RS485 Bussysteme, IP-basierte Bussysteme. Und das heißt, das ist schon alles da.
Die ganze Infrastruktur, die muss natürlich gebildet werden und vor allem auch natürlich dann in einen Gebäudebestand oder einen Neubau mitgeplant werden. Die deutsche Gebäudearmaturenindustrie. Das Jahr 2018 brachte ihr insgesamt nur ein mageres Umsatzwachstum von 1%. Damit wiederholte sich das Ergebnis des Vorjahres. Gründe für das Ergebnis lagen laut VDMA vor allen Dingen in der schwachen Nachfrage nach Heizungsarmaturen und den fehlenden Wachstumsimpulsen bei Sanitärarmaturen. Allein die erfreuliche Nachfrageentwicklung bei technischen Gebäudearmaturen verhinderte ein negatives Ergebnis. Und wir schließen mit einem positiven Blick in die nahe Zukunft. Nächste Woche ist endlich ISH-Zeit. Wir sind in Frankfurt natürlich auch dabei. Auf unserer Homepage oder der App zeigen wir Ihnen täglich, was auf der Messe los ist. Also gerne reinschauen oder einfach mal am Stand vorbeikommen. Halle 11.1 A06. Würde mich freuen, wenn wir uns sehen. Bis dahin.